Das ist die fleischlose Zukunft. Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu Let's Play Haunted PlayStation 1 Demo Disc Killer Bees. Ja, ich muss gestehen, auf den Titel habe ich am wenigsten Lust, weil der Name einfach so dumm ist. Also er ist noch nicht dumm genug, um wieder interessant zu sein, so wie Explosion Fighter 5. Featuring Steven Seagal. Aber das ist halt einfach nur doof. Und ernsthaft, Killerbienen, das ist euer Thema? Das ist euer Horror-Ding? Weil ernsthaft, wenn ich Killerbienen höre, dann denke ich halt automatisch an diese afrikanischen europäischen Kombibienen, die mal jemand vor Jahren gezüchtet hat und sich dann gewundert hat, warum große und robuste Bienen gepaart mit aggressiven Bienen große, robuste, aggressive Bienen ergibt. Konnte ja keiner erahnen, ne? Naja, gut. Aber sei es wie es sei, ich muss hier durch. Gucken wir uns mal das Video an. Okay, ich sehe da schon irgendwas durchs Bild fliegen. Das werden wahrscheinlich die Killerbienen sein. Sehr schön. Oder es ist einfach nur flackern, aber wie gesagt, bei dem Titel denke ich eher daran, dass das tatsächlich Killerbienen sind. Und auch das Ganze drumherum sieht irgendwie aus wie so ein... Was ist jetzt das deutsche Wort für Beehive? Bienenkorb? Nee, das sind die Dinger, die Imker benutzen, um Honig produzieren zu lassen. Bienennest? Das klingt irgendwie falsch. Bienenwaben? Nee, das ist was ganz anderes. Keine Ahnung, ich komme jetzt echt nicht auf den deutschen Begriff, aber egal. Und ja, da unten sehen wir noch so einen lustigen Timer, Timecode, Datum. Es wird also so eine Found-Footage-Geschichte, ja, à la Blair Shit Project. Okay, da möchte ich jetzt schon im Dreieck kotzen, weil normalerweise läuft diese Found-Footage-Geschichte immer nach folgendem Prinzip ab. Schritt 1. Etwas passiert und das wird aufgenommen. Schritt 2. Etwas anderes passiert. Schritt 3. Die Aufnahme wird irgendwie veröffentlicht. Und zwischen Schritt 1 und Schritt 2 ist meistens irgendwie der Tod des Protagonisten. Und ich habe halt keinen Bock, irgendwas zu zocken, wo ich im Vorfeld schon weiß, ja, es ist darauf ausgelegt, dass du am Ende eh verlieren wirst. Warum also Mühe geben? Genauso bescheuert wie diese Fernsehscheiße von wegen, es war alles nur eine Simulation. Ja, warum habe ich dann die letzten Dreiviertelstunde den Scheiß geguckt? Oder gegebenenfalls noch länger, wenn es irgendwie mehrere Teile... mehrere Folgen. Whatever. Ich bin so sauer, ich vergesse, wie man spricht. Und das noch nicht mal ohne zu zocken. Wusa. Gucken wir uns mal die Beschreibung an. The found footage from the Killer Bees case. Ernsthaft? Ernsthaft? Der Text ist auf beiden Seiten sogar angeschnitten. Das muss doch einem auffallen. Also ich brauche jetzt nicht wirklich zu erklären, warum das ausgerechnet scheiße und schlecht ist, oder? Aber ich tue es trotzdem nicht. Nein. Also das ist selbst mir zu doof. The found footage from the Killer Bees case has been leaked online. You can witness what the officials hid for all these years. Strictly 18 plus. Jesus fucking Christ. Fuck me in the Alps. Das. Also, ich bin jetzt mittlerweile tatsächlich irgendwo dem Glauben nahe, dass da jemand sich einfach nur gedacht hat: Haha, ich mach das Videospiel äquivalent zu A Cabin in the Woods. Ich versuch's einfach nur so dumm und lächerlich wie möglich zu halten. Und ja, ich glaube, das ist die beste Idee, die ich haben kann, mit diesem Mindset ins Spiel zu gehen. Oh ja, bestimmt. Ah ja. Bienen. Unerwartet. Okay, die Brüste da sind allerdings unerwartet. Aber es waren ja nur Mannequins, also von daher. Wait, what? Ich hab... Oh nee, ne? Fuck this. Okay. Vielleicht
übertreibe ich da gerade? Vielleicht habe ich da gerade tatsächlich irgendwie so ein bisschen irgendeinen posttraumatischen Stressanfall gerade oder so, aber ich bin mir ziemlich sicher. Und da würde ich wahrscheinlich mein niemals kommendes Erstgeborenes, also bin ich fein aus dem Schneider, verwetten, dass es hier zwei Enden gibt. Und je nachdem, ob man das auf easy oder hart spielt, bekommt man das eine oder das andere. Und das harte Ende ist wahrscheinlich das True Ending für die Leute mit großem Penis. Und oh. Nope. Ich lasse mich nicht so einfach von euch manipulieren. Video Mode VHS. Was haben wir denn zur Auswahl? VHS, PS1, VHS. Ja, okay, also bei einem Thema irgendwie, dass das jetzt PlayStation 1 eben angehaucht ist, macht der Video Mode PlayStation 1 Sinn, aber so im Thema Video, was ja jetzt anscheinend irgendwie doch irgendwie so ein übergreifendes Thema hier ist. Ich meine, ne, Killer Bees, Leaked Footage, Tape, Found Footage, yada yada. Und dann hast du halt VHS, was ne, eben Videotape ist. Da hätte ich jetzt irgendwie erwartet, dass da gegebenenfalls noch, was weiß ich, Betamax oder 8mm oder sowas, weißt du? Das wäre mal ein netter Touch, aber ich weiß, dass Unity, glaube ich, von Haus aus so eine Art PlayStation 1-Filter anbietet. Zumindest habe ich das mal im Bezug auf Petscop gelesen. Petscop ist so ein, weiß nicht, Alternate Reality Game auf jeden Fall. Das ist ein Typ auf YouTube, der spielt ein angeblich nie erschienenes PlayStation 1 Spiel und das ist irgendwie ziemlich creepy und haunted. Und die Leute sagen, ja, das ist höchstwahrscheinlich in Unity gemacht, weil Unity eben so einen PlayStation 1 Filter hat. Also würde auch erklären, warum eben abgesehen von einem Titel hier alles in Unity gemacht ist. Jetzt mal halt die Schnauze und spiel. Ich hab keine Lust auf Bienen, Alter. Halt die Fresse. Okay, Option. Was haben wir denn? Controls. WASD, FE, Switch Weapon. Run, Shoot, Pause. Alles klar. Mehr brauche ich nicht wissen. Tape 1. Und gebe ihm. Spooky. Okay. Wir können schnell laufen. Schön. Ja, so einen leichten Objekt-Jitter. Okay, also vom Design her, muss ich sagen, sieht schon mal sehr stark nach PlayStation 1 aus. Wir haben diesen leichten Objekt-Jitter. Irgendwie fehlt mir allerdings das Texture-Warping, oder? Oder sehe ich das? Nee, das hat tatsächlich kein. Ja, auch sehr schön. Irgendwie war dieser Vorschau-Feed ein wenig anders als der tatsächliche Gameplay-Feed. Wir haben jetzt keinen Timer da unten links, aber dafür haben wir oben rechts drei Balken mit, ich glaube, das sind Kanji. Und das war übrigens das dritte Alphabet, das mir in Fatum Betula nicht eingefallen ist. Kanji. Ich habe keine Ahnung, wofür die stehen. Okay, das unterste dürfte, ja, das unterste ist Ausdauer. Dann würde ich sagen, das oberste ist unser Leben. Es würde keinen Sinn machen, wenn das mittlere, das leere Ding irgendwie unser Leben ist, ne? Ich meine, auf der anderen Seite Found Footage. Omae wa mou shindairu. Wir sind ja bereits tot. Mhm. Der Drogenschrank, leer, leider, leider. Können wir unser Leiden nicht irgendwie lindern? Okay. Bitte was? Hallo, ich danke. Ich habe keine Lust auf Bonzi Buddy. Tut mir leid. Oh. Oh nein, das werde ich jetzt nicht aufheben, weil ich weiß ganz genau, diese Spiele funktionieren ja immer nach demselben Prinzip. Alles ist ja immer an irgendwelche Trigger gebunden oder was weiß ich was. Und so wie in Fifth Breed. Und ich weiß ganz genau, wenn ich die Knarre jetzt aufhebe, dann wird wahrscheinlich hier irgendwo der kreischende Schreinemann,
Der schreinert dann. Ah. Dann kommt der kreischende Schweinemann und tötet mich. Und ich habe kein Problem mit dem Schweinemann. Ich habe nur ein Problem damit, dass der mich dann so anquiekt wahrscheinlich. Und ja gut, es ist Killer Beast. Ich werde dann wahrscheinlich eher... Okay, eigentlich ist es nicht so schlimm. Killer Beast sollten nicht schreien. Sie sollten einfach nur machen. Das ist ein schöner Soundeffekt. Oh. Ungelogen, der ist klasse, der Soundeffekt. Der ist so richtig PlayStation. Oh, da werden alte Gefühle wach. Aber wobei ich sagen muss, der klingt mehr so nach dem Sound eines JRPG-Menüs. Irgendwie der Sound, dass man was bestätigt oder so. Und oh, wir haben jetzt unseren mittleren Balken etwas. Haha, das ist also die Munition. Now, seriously? Och nee. Och nee. Okay, das erklärt, warum unter Controls kein Reload ist. Weil unser Sechsschüsser kann einfach die gesamte Kapazität an Munition, die wir gerade bei uns tragen, verschießen. Ohne nachzuladen. Fantastisch. Zauberrevolver. Ja, und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es sich hierbei um den Versuch handelt, einfach so lächerlich wie möglich zu sein, weil ernsthaft, so ein Balken für Munition? Also entweder hat der Entwickler das nicht hingekriegt oder tatsächlich hat er gedacht, oh, ich mache das so doof wie möglich. Ja, gehen wir mal weiter. Alles zugenagelt. Dürfen nicht fliehen. Dürfen noch nicht lesen. Immer mal weiter. Immer weiter. Roxanne. Put on the red light. Oh. Oh, ich habe tatsächlich gedacht, wir hätten vielleicht noch... Aber nein, das ist tatsächlich schon unser Flashlight. Oh Mann, ist das dunkel, ey. Gehen wir hier mal rein. Noch mehr Rotlicht. Hier wird also schwer aufgenommen. Genauso wie bei mir. Munition. Das Knarzen hat mich gerade so ein bisschen erschrocken. Muss ich gestehen. Auch so ein bisschen. Aber ja, guck mal hier. Eine Badewanne voll mit kartoffelgroßen Maden. Das ist die fleischlose Zukunft. Hier hat wohl jemand ein schweres Alkoholproblem. Mehr Munition. Fantastisch. Schweinemann, wo bleibst du? Sind ja auch Maden drin? Nee. Wir können die Welt mit nur einer Madenbadewanne ver... Wait, what? Wait. Bienen? What? What the fuck? Oh Gott, Alter, wie scheiße. Oh, wie scheiße. Okay, da war tatsächlich unser Schweinemann. Unser Schweinemann ist einfach ein Schwarm Bienen. Und wir können ihn mit dem Revolver töten. Okay, das... Hallo, ich versuche den Leuten hier gerade was zu erzählen. Könnt ihr da ein bisschen leiser ficken? Danke. Das muss man sich mal vorstellen. Wir haben hier einen Revolver, einen Sechsschüsser, den wir niemals nachladen müssen, solange wir Munition bei uns tragen. Und wir werden angegriffen von Bienenschwärmen. Gut, das sind Killerbienen. Die sind halt besonders aggressiv und wir sind halt anscheinend in deren Haus. Ich find's irgendwie traurig, dass die Bienen ein größeres Haus haben als ich. Was machen die Bienen richtig und was mache ich falsch? Und
Wir schießen auf diese Bienenschwärme mit unserem magischen Revolver, bis der Schwarm tot ist. Das ist so dumm. Das ist so unglaublich dumm. Und nochmal, ich versuche das nicht mehr ernst zu nehmen. Ich meine, ich habe es von vornherein nicht getan, aber jetzt muss ich mir tatsächlich keine Mühe mehr dafür machen, es nicht ernst zu nehmen. Jetzt kann ich wirklich festen Gewissens, festen Glaubens, mit einem festeren Glauben als der Papst an den Gott selbst, kann ich hier durchlaufen. Und ich habe vergessen, worauf ich hinaus wollte. Irgendwas mit, das ist sehr dumm. Ja, stimmt, wir sind fast an Explosion Fighter 5 Dummheitslevel. Und das ist gut, weil das ist unterhaltsam und lustig. Weil wenn ich das ernst nehmen würde, dann wäre ich wahrscheinlich jetzt schon furchtbar sauer und wütend, weil... Oh, hier haben wir tatsächlich rotes Licht. Hier wird wirklich aufgenommen. Das vorher war einfach nur normales Licht, alles klar. Bienen. Hört auf zu vögeln. Warum leuchten eigentlich die Scheiben? Immer weiter vorwärts. Immer weiter vorwärts. Zum Glück. Ja. Die Bienen kündigen sich an. Das wollte ich gerade erwähnen. Und wenn man einfach nur genug Abstand hält, dann sind die eigentlich vollkommen harmlos. Ich meine, gut, das trifft im Grunde für alle Gegner zu, ne? Was für eine Aussage. Wenn man sich vom Gegner fernhält, dann hat man nichts zu befürchten. Warum ist eigentlich hier beleuchtet? Die einzige Lampe, die hier funktioniert. Kaum habe ich es gesagt, geht sie aus. Warum ist dann hier beleuchtet? Hallo? Lampe? Ah ja. Lampe leuchtet nur in eine Richtung. Okay. Munition. Schön. Schweineschwarm, wo bleibst du? Kann ich fernsehen? Natürlich nicht. Ja klar, das Tape muss erst aufgenommen werden, ne? Anyway, here's Wonderwall. Ja, es ist ziemlich lächerlich. Eine Schrotflinte. Na komm, Schweinemann. Schweineschwarm. Ich Schrotflinte. The fuck is this? Nope. Fuck this shit. Naja, mir bleibt wohl keine andere Wahl. Ich meine, es ist ziemlich linear. Und wir sind bisher die ganze Zeit vorwärts gelaufen, also laufen wir jetzt auch vorwärts. Und keine Ahnung, was das ist. Munition, okay. Munition. Hinter mir ist irgendwas. Jo. Ich hänge irgendwo fest. Oh, halt. Ich hänge in diesem Tape hier fest. Und ja, sehr schön. Okay. Was auch immer das jetzt gebracht hat. Ich nehme einfach mal an, dass das Speichern war. Ja, ich habe das Telefon natürlich jetzt vollkommen ignoriert, aber was soll's. Jetzt kann ich da durch. Fantastisch. Wait a fucking second.
Warum zum Teufel ist hier Polizeiabsperrband? Ich meine, ich hab's ja eben erklärt. Schritt 1, etwas passiert und das wird aufgenommen. Schritt 2, etwas anderes passiert. Wir sind gerade in Schritt 1. Und ich nehme mal an, Teil von Schritt 2 oder der Anfang von Schritt 3 ist halt, dass irgendwie die Polizei hereinkommt. Oh, was ist das denn? Oh, hier sind ja Tote. Oh, wir sperren das besser mal ab. Oh, Video. Oh, wir veröffentlichen es. Naja gut, das ist eher unwahrscheinlich, aber oh, you know. So ist halt die Reihenfolge. Und ich habe das Gefühl, dadurch, dass hier irgendwie Polizeiabsperrband liegt, ist irgendwie... Das macht halt chronologisch keinen Sinn, dass das hier schon ist. Das ist halt nur so, oh, keep out, who, spooky, nope, ah, Hilfe, Mama. Hallo, hallo, Pizzabote, bitte rette mich. Wait a fucking second, what the fuck was that? Okay, das dürfte, oh, ja, okay. Irgendwie hat das Clipping so ein leichtes Problem, was auch erklären würde, warum wir eben da in diesem komischen Tape festhingen. Ja. Ich hing nämlich jetzt auch gerade in dem Tisch fest. Fist. Ja, der Tisch hat mich gefistet. Darum hing ich in dem fest. Gut, gehen wir mal nach unten und essen diesen Treppenschinken, der da einfach so überhaupt nicht merkwürdig und strange in der Luft schwebt. Nein. Einfach essen. Ich meine... Nein? Wait, what? Och nö, jetzt muss ich mir von irgendeinem Perversling ins Ohr hauchen lassen. Okay, wo ist denn der Perversling? Ah, ich kann nichts... Whoa, what the fuck? Okay, das ist der Hechelbruder. Ich gehe einfach mal weiter, wenn du nichts dagegen hast. Nee, mehr Munition. Oh. Schön. Boah, fuck. Erschreck mich doch nicht so. Lass mich los. Kam mir das jetzt nur gerade so vor oder war das tatsächlich so, dass die einfach irgendwie gerade so gespawnt sind? Okay, jetzt wird das ein bisschen blau. Ich muss also die ganze Zeit irgendwelche Bienenschwärme töten, ja? Jesus fuck, Alter! The fuck is this? Fucking cheap shit. Fucking cheap shit. Ich hänge an irgendwelchem Guck mal, hier ist noch nichts mal irgendwie am Fußboden. Ich hänge trotzdem fest. Wegen dieser... Wabenscheiße. Verpiss dich endlich. Bin sauer. Oh, Alter, ey. Das Gameplay ist mal richtig Arschloch. Und sehe ich das richtig? Der einzige Unterschied zwischen der Schrotflinte und der fucking Pistole ist einfach nur, die Schrotflinte braucht einen Schuss weniger? Fucking seriously? Dafür schießt die langsamer, oder? Komm, spawn. Spawn. Hier ist immer noch was rot. Das heißt, ich kann hier noch nicht durch. Nein. Also muss noch einer spawnen. Spawn the fuck now. Jesus fucking Christ. Gehst du jetzt weg? Jetzt verpisst sich das Ding. Okay. Ist alles deine Schuld. Ja, was hast du jetzt davon? Warum gibt's hier nichts? Ich will mich hier verstecken. Fuck, Alter, ey. Ich will mich einfach nur unter der Treppe verstecken und...
mich hier nicht mehr drum kümmern. Alter, das ist so dumm. Die fucking Bienen spawnen einfach irgendwie, irgendwann, random, meistens in dir. Oder das ist halt das Dumme, die spawnen irgendwie kurz vor dir und du läufst halt automatisch rein. Was? Erstmal fuck you. Wie billig ist das? Ja, und dann, wenn die einmal um dich herum sind, dann kannst du die auch nicht zerschießen, weil anscheinend hier irgendwie ein merkwürdiger Realismus oder so versucht wird zu simulieren. Weißt du, ich meine, klar, es macht keinen Sinn, wenn ein Bienenschwamm um mich rumfliegt, dann werde ich auch nicht mit der Schrotflinte auf mich selber drauf schießen, in der Hoffnung, mich zu treffen. Aber das hier ist nicht die Wirklichkeit. Das hier ist ein Spiel, das soll irgendwie unterhaltsam sein. Und das ist nicht unterhaltsam, das ist einfach nur dämlich. Frustrierend. Ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht, das ist einfach nur Kacke. Und ich habe keinen Bock weiterzumachen. Genau aus dem scheiß Grund. Oh, den kann ich noch nicht mehr erschießen. I'm not a killer. Meinst du, das interessiert mich? Du bist ein fucking Imker. Du bist stellvertretend für diese scheiß Viecher hier. Also halt's Maul und trag die Verantwortung. Ah, jetzt wird's irgendwie wieder random heller. Ah, ich bin so genervt. Den kann ich auch nicht erschießen. Ihr seid fucking Imker und ich werde hier von irgendwelchen Bienen drangsaliert. Ich will euch stellvertretend auch erschießen können. Das ist nur fair, weil ihr seid Imker. Ihr seid logischerweise für Bienen zuständig. Also fällt das eben in euren Verantwortungsbereich. Aber naja, so wie du aussiehst, scheinst du wohl selber Probleme mit deinem eigenen Beruf zu haben. Also, was soll's. Was soll's. Oh fuck, no. Not the fuck again. Oh, leck mich. Okay, Planänderung. Ich stelle mich jetzt hier hin, warte in diesem Gang auf diese Kackviecher und wenn die kommen, schieße ich die ab. Ich fucking camp jetzt den Scheiß hier. Und ich laufe die ganze Zeit immer ein bisschen, um das Spiel glauben zu machen. Ah ja, der läuft jetzt auf mich zu und ich muss die spawnen. Komm. Tu es. Los, tu es. Tu es, ich weiß, du willst es. Komm schon, Baby. Zeig mir deine stachelige Liebe. Ich habe auch Easy Mode gewählt, also es wird Zeit für den Kampfstachel. Ja. Ja, ich hör's. Ich hör's. Da sind sie. Fuck you. Und jetzt zurück. Scheiße. Ich kann nicht weiter nach hinten. Fuck you! Jesus fucking Christ. Ist das schlecht, Alter. Ist das schlecht. Es ist so unglaublich schlecht. Ich kann nicht fassen, wie schlecht es ist. Ich kann echt nicht fassen, wie schlecht es ist. Ich weiß nicht, wo ich festhänge, aber ich hänge irgendwo fest und ich bin tot. Weil es so unglaublich schlecht ist. Ernsthaft, Alter? Ich habe keine Ahnung, wer das gemacht hat. Aber ein freundlicher Rat, wie du dein Gameplay für kommende Titel wesentlich verbessern kannst, ist, du setzt dich ins Auto, aufs Fahrrad, in Bus, was auch immer, fährst zum nächsten Bienenzuchthof oder wo auch immer Imker eben ihre Bienenkörbe aufstellen, um Honig produzieren zu lassen, und dann gehst du zu dem Imker, drückst dem so, was weiß ich was, sagen wir mal 2.500 Euro in die Hand. Und lässt dir dann von dem so einen ganzen Bienenkorb anal einführen.
Profimodus, du nimmst vorher noch so ein PVC-Rohr mit so einem Durchmesser von, sagen wir mal, 10 Zentimetern. Und das lässt du dir vorher anal einführen. Freundlicher Rat, am besten nimmst du da gar kein Gleitgel oder so. Du nimmst einfach trocken, wie es ist, schön tief rein. Und dann am besten einfach die Bienen wirklich, ja, direkt so reingießen, als wäre das eine Flüssigkeit. Und dann nimmst du noch schön einen Stock und rührst da drin mal drin um. Oder lässt da drin umrühren. Und ja. Dann machst du das Rohr zu. Und dann kannst du mal 48 Stunden lang so durchs Leben laufen. Und ich hoffe, das fühlt sich auch nur im Hauch so an, wie es sich für mich jetzt angefühlt hat. Diese unlustige Scheiße spielen zu müssen. Ich habe auch keine Lust, das nochmal zu versuchen, weil es wirklich so schlecht ist, dass ich viel lieber die nächsten 3 Wochen ununterbrochen an einem ungefilterten Dieselmotor saugen möchte, atmen und dann nicht nur eben an dem entstehenden Lungenkrebs sterben, sondern auch noch vorher, am besten ohne Betäubung, meine beiden Raucherbeine entfernt bekommen. Das stelle ich mir wesentlich unterhaltsamer vor. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.